Hello, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Hansaros zur Karriere, Folge Nummer 54. Wir sind zurück. Heute das allererste Mal mit Facecam, mit neuem Intro etc. Lasst mich an der Stelle auf jeden Fall mal gern wissen, ob euch mein neues Outro, Intro und Outro am Ende dann gibt's auch neu gefallen hat. Wir wollen gar nicht lange rumschnacken. Wir gehen rein. Wir können noch Europa erreichen. Let's go mit der Folge. So. Wir spielen jetzt gegen Köln. Gehen wir direkt rein. Wir haben nicht so viel zu machen. Mannschaft sieht gut aus. Wir sind bereit. Let's go. Direkt rein in die Simulation. Wir könnten ja tatsächlich doch noch irgendwie könnten wir es doch schaffen, in die Europa League zu kommen. Champions League ist ein bisschen weiter weg, aber Euroleague könnte durchaus möglich sein. Deswegen, wir versuchen alles. Wir werden auf jeden Fall alles versuchen, um vielleicht doch noch nach Europa zu kommen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Auf geht's, Männer. Wäre natürlich ein Riesenerfolg, wenn wir das tatsächlich schaffen könnten. Ich bin gespannt. Wie ein Bettlaken, ob wir das vielleicht doch noch erreichen können. Wir werden es sehen. Sieht auf jeden Fall bisher ganz gut aus, ja. Erster Ansatz war nicht schlecht. Lasst mich auch gerne mal wissen, ob ich hier einfach nur Petri, also zu den Zeugen, ob ihr das Ganze hier immer sehen wollt oder ob ich das ein bisschen cutten soll, weil ich kann das jetzt. Ich bin jetzt am Start. Ui. Ich bin jetzt am Start mit Schneiderei etc. Aber ich kann das Ganze auch gerne für euch laufen lassen, wenn euch das nicht stört, dass es mal ein bisschen stiller wird oder ich nicht so viel rede. Lasst es mich auf jeden Fall gern wissen. Wir heben hier jetzt das Ganze noch ein bisschen auf ein höheres Niveau an. Deswegen bin ich auch gerne bereit, eure Kommentare da, oh, warum spielt er nicht? Auf eure Kommentare da einzugehen. Spielt doch den Ball, Mann. Kamara, Petri, jetzt Petri. Es wird einfach immer zu eng. Das alte Lied, es wird zu eng. Sagt auch gerne, ob die Facecam von der Größe her passt. Ich bin ganz neu mit dem ganzen Overlay etc. Lasst es mich wissen. Dann passe ich das alles gerne mal an. Ah, Vorsicht. Gut verteidigt am Prosius. Ganz, ganz wichtiges Ding. Das, vor der Pause passiert wohl nicht mehr so viel. 0-0 zur Pause. Wir haben noch keinen Torschuss. Wir machen auf jeden Fall mal so weiter. Hat er mal eine Idee? So natürlich nicht. Gucken wir mal. Ich möchte es auf jeden Fall noch mal mit der Wo sind denn meine Aufstellungen? Finde ich die hier nicht? Warum sehe ich da meine Aufstellung nicht? Okay, dann müssen wir das so anpassen. Ob Petri mittlerweile auf eine 88 hoch ist. Wo kann ich den hinsetzen? Da. Kamara kommt hier vor die Abwehr. Da kann ich nicht hinsetzen. Da. ZOM. So. Petri auf die gleiche Höhe. Dieses schöne Dreieck. So. Dann wird Seric eingewechselt für Reis.
Johnson bringe ich mit rein. Hoffen, dass wir hier das Ding noch in unsere Richtung lenken können. Aber bloß kein Gegentor, bitte, bitte, bitte. Da habe ich keinen Bock drauf. Ah, wird eng, wird eng. Oh Gott. Aber wir können es wohl verteidigen, stark. Oberlin. Ja, sieht gut aus. Guter Ball. Oberlin. Aber wir haben ihn wieder. Ganz starkes Ding. Jetzt, Oberlin. Jawohl. Jawohl, ganz wichtig. Ganz wichtiges Tor. Ganz, ganz wichtiges Tor. Jetzt nehmen wir das Ding aber hoffentlich auch noch mit nach Hause. Ja, außen Musiala. Oberlin, guter Ball. Oh no. Oh ja, wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Also diese Änderung der Formation bringt irgendwie nicht so viel. Deswegen lasse ich die vielleicht in Zukunft auch einfach weg. Aber es sieht nach einem Sieg aus. Hoffentlich. Wenn wir jetzt nicht noch reinjoken. Pfeif ab, Kerle, pfeif ab. Bei mir wäre es abgepfiffen worden. Sage ich, wie es ist. Ja, ganz wichtig. So können wir unsere Chancen noch aufrechterhalten. So, gehen wir mal kurz rein in die Tabelle, dass ihr das auch mal seht. Wir haben 36 Punkte. Bis auf Platz 6 sind es 10. Aber wir sind noch im Pokal und wer weiß, was in 6 Spielen noch so passiert. Es sind 18 Punkte noch zu vergeben. Also die Möglichkeit besteht durchaus, dass wir da noch reinkommen könnten. So, rein in Jugend, in den Monatsbericht der Jugendmannschaft. Da tut sich natürlich nicht viel. Ich werde hier die jetzt auch mal freigeben, weil ja. Der hat nur noch ein Potenzial bis 68. Können wir eh nicht gebrauchen. So, der eine Scout hat England abgegrast. Jetzt sagen wir, gehen mal nach Südamerika, nach Brasilien. Dann soll er sich da mal ein bisschen umschauen. Nächstes Spiel steht dann gegen Augsburg. Wir gehen rein. Keine großen Faxen machen. Probieren wir es nochmal. Sollen wir es nochmal probieren? Ich bin mir sehr unschlüssig, ob wir es wirklich machen sollen. Doch, komm, wir versuchen es. Wenn es schief geht in der ersten Halbzeit, können wir immer noch tauschen. Gerade noch gesehen, Musiala ist auf eine 82 hoch. Ganz starke Sache. Jetzt gehen wir rein gegen Augsburg. Wenn wir noch was Richtung Europa machen wollen, dann sollten wir hier jetzt auf jeden Fall gewinnen. Let's go, wir sind im Spiel. Zeigt, dass ihr wollt. Es gibt Elfmeter. Wir gehen kurz rein. Kurz Elfmeter halten, oder? Wo schießt er hin? Rechts? Links? Ja. Zurück in die Simulation. Oh Mann, das ist ja ein schlechter Start ins Spiel. Ganz üble Nummer. Aber vielleicht macht sich jetzt dadurch auch die offensive Spielweise bemerkbar. Oberlin, Junge, Oberlin. Kurze Drehung, zack, reines Ding. Gar kein Problem. Ganz früh geantwortet, ganz schnelle Antwort auf das frühe Gegentor. Aber Augsburg scheint gut drauf zu sein. Es fehlt halt einer in der Defensive, ne?
Ja, Saric gut. Musiala. Hast du eine Idee? Ja! Ah, oh, Petri. Kann auch mal sitzen, so einer. Kamara. Oh, Saric. Ach, Saric. Mhm, Musiala. Guter Ball von Van der Bent. Petri. Jetzt Petri. Stark. 2-1 fürs Spiel gedreht. Sieht offensiv auf jeden Fall besser aus, ne? Das lässt sich eigentlich nicht bestreiten. Petri. Ah. Petri war so eine gottlose Verpflichtung. So eine Maschine. Eins zur Pause. Ich würde sagen, wir machen mal den direkten Vergleich. So, Kamara ein bisschen weiter hier rüber. Dann Saric ein bisschen weiter hier hin. Petri hier vorne hin. Geht nicht, warum geht es nicht? Work on my team, no snakes in the grass, and we have a team. Because of the work that we did in the past, because of the work that we did in the past, man, we went to hours, you barely got breath. So I get the realm and we didn't finesse. So I got the feelings that we might be next. Cause when we go in, we win in the match. Sure, sure. When we go in, we win in the match. So that's how we do, cause we be the best. We be the best, best. Ach, wisst ihr das? Gehen einfach auf 4-3-3 offensiv. So, die da weiter rein. Obwohl, mal so. So. Saric raus für Reis. Sonst wechseln wir nicht. Weiter geht's. Boah, da haben wir Glück, dass er den nicht spielt, hey. Ambrosius ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Ja, Petri. Oh, Vorsicht da, Männer, Vorsicht. Okay, einfach ins Leere gespielt. Perfekt. Mein Gott, manche Pässe. Geh mal rein in die Wechsel. Johnson. Sarpay. Dann gehen wir rein. Kamara scheint ziemlich fertig zu sein, deswegen wechseln wir den gleich mal aus, wenn wir noch zu wechseln kommen. Oh, Suarez, guter Ball. Junge, ganz stark gespielt. Petri Doppelpack. Kann sich sehen lassen. Starker Ball. Muss sie alle auf den Weg reinlegen oder selber machen. Schau mal. Mit dem 4-1. Ganz stark. Ganz, ganz stark. Kobel macht keine Faxe. Ja, Kobel, ganz entspannt. 4-1 Sieg.
dominantes Spiel. Und wir haben gleich viele Tore gemacht in Halbzeit 2 mit unserer normalen Aufstellung. Aber halt eins mehr bekommen. Ja, vielleicht lasse ich es doch. 30. Spieltag steht an. Solange halt Gladbach. Ja, es wird immer entfernter, ne? Aber gut. Boss, bei meinen Fortschritten würde ich gerne über mein Gehalt reden. Ich bringe so viel für die Mannschaft, dass ich eigentlich mehr verdienen sollte. Es wäre nett, wenn sie sich mit mir und meinem. Das Thema werden wir uns bald vornehmen. Da will einer mehr Geld. Obwohl er nie spielt. Macht Sinn. So, wir gehen rein ins Spiel gegen Stuttgart. Wir bleiben bei unserer altwürdigen Formation. Machen keine großen Veränderungen. Gehen wir so rein. Let's go. Stuttgart ist 4 Punkte oder 5 hinter uns, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Die haben natürlich in beide Richtungen nichts mehr zu verlieren oder zu gewinnen. Es wird ja schon bei uns knapp nach oben. Von dem her. Einfach jetzt einen Sieg einfahren, auf geht's. Musiala blüht gerade auch richtig auf, finde ich. Oberlin war schon sein 21. Saisontor. Und davor hat er auch lang noch Kutucu bei uns gespielt. Von dem her macht er sich richtig gut, Oberlin. Ganz stark. Außen Suarez. Zu leichter Ballverlust. Okay. So, spiel ihn doch. Mann, spiel ihn doch gleich rüber zur Kamera. Petri-Ecke. Okay, interessant. Ach, jetzt was. Boah, abseits. Das war lucky. Ganz stark. Vereint den Ball gewonnen. Petri. Oh, Kamara ganz stark. Junge, Junge, Junge. So gute Leistungen. Krank. Jungs, die blühen gerade richtig auf, ey, krank. Macht richtig Bock gerade zuzuschauen abseits. Aber er hat ihn ganz entspannt per Lupfer verwandelt. Oh, Vorsicht. 2-0 zur Pause. Gutes Spiel. Machen wir so weiter. Gucken gleich, ob wir vielleicht Namora doch mal spielen lassen können. Oh Gott. Boah, sorry. Ein bisschen müde. Ah, Vorsicht. Gut, Ambrosius. Außen. Ja, Suarez. Warum läuft er so nach innen und nicht einfach hoch raus? Verstehe ich nicht. Bürki nervös. War guter Ball. Komm, wir wechseln mal. Johnson auf eine 61 hoch. Nice. Lungwitz bringe ich. Sarpay bringe ich. Und Namora bringe ich. Für die letzte halbe Stunde. Macht mal noch was. Vorsicht. Ja.
Ja, ganz stark. Namora, guter Ball. Musiala, mach mal ein paar Meter, komm. Gut gesehen von Sarpay. Ja, die machen das schon gut. Ach, schön. Ah, es war so schön gespielt. Über mehrere Stationen, aber leider nicht belohnt. Jetzt. Lauf halt mal ein bisschen vor, Mensch. Ich verstehe das nicht. Aber der Sieg wird uns nicht mehr zu nehmen sein. Und es wird auch beim 2-0 bleiben, ganz stark. Damit haben wir alle drei Spiele dieser Folge gewonnen. Kann sich sehen lassen. Oberlin mit einer 9,5. Ganz stark. Ja, aber Gladbach gewinnt weiterhin. Haben wir gerade kurz gesehen. Und als nächstes steht Pokal-Halbfinale an. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber das heben wir uns für die nächste Folge auf. Ja, jetzt gibt's auch ganz professionelle Abmoderationen. Ich bin gespannt, ob wir es noch schaffen können nach Europa. Vielleicht auch über den Pokal. Wie und die Art und Weise am Ende ist mir egal. Wenn wir es schaffen, wäre nice. Wenn nicht, brauchen wir halt nochmal ein Jahr, um es dann zu schaffen. Das soll es dann auch jetzt mit der Episode gewesen sein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wo wir landen werden. In diesem Sinne, fair bleiben, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. We'll be right back.